Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute wird mal nicht gesungen, sondern zur Abwechslung auch mal geredet. Ich möchte heute über das Thema sprechen, warum ich überhaupt auf Twitch Musik streame. Der ein oder andere von euch wird dieses Setup wahrscheinlich kennen von meinen Livestreams. Und als erstes möchte ich mich für den Support bedanken, generell auf allen Plattformen, Instagram und Twitch und YouTube und Facebook, was es nicht alles gibt. Am wichtigsten sind mir momentan Instagram, YouTube und Twitch. Viele der Twitch-Follower werden auch hier sein. Und ja, ich danke euch. Jeder Follow, jedes Kommentar und jeder Klick ist wichtig. Ihr wisst es mit Sicherheit. Und deswegen, wenn euch die Inhalte meiner Videos gefallen, würde ich mich wahnsinnig freuen. Klickt auf den Follow-Button und auf die Glocke. Da schreibt irgendwas in die Kommentare, wenn es euch gefällt oder vielleicht auch, was ich besser machen kann. Also schreibt ruhig, was das Zeug hält. Alles hilft und der YouTube-Algorithmus findet es toll, wenn ihr aktiv seid. Und deswegen würde ich sagen, auf geht's! Es kommt relativ häufig die Frage, was hast du vorher gemacht? Warum streamst du Musik auf Twitch? Bringt dir das irgendwas? Und diese Fragen möchte ich hier versuchen, möglichst in Kürze zu beantworten. Das gelingt mir nicht immer. Aber ich bin freier Trauredner. Also ich verheirate Menschen in einer freien Trauzeremonie. Liebend gern. In Deutschland und auch sonst auf der Welt, wo man mich hinbestellt. Und ich bin Sänger und Moderator. Also ich führe quasi durch den gesamten Tag. Das mache ich mit sehr viel Leidenschaft und das ist einfach meine große Bestimmung. Das mache ich gern zusammen in Kombination mit einem DJ, vorzugsweise meinem Bruder oder meiner Frau, die ist die passende Hochzeitsfotografin. Also wir waren immer ein super Hochzeitsteam. Bis wir dann 2020 für eine geraume Zeit aus Gründen, die euch bekannt sind, nicht arbeiten durften, weil es keine Hochzeiten gab. Und als Konsequenz daraus haben wir dann irgendwann das Land verlassen und sind nach Malta gegangen und leben jetzt hier und haben natürlich auch hier überlegt, was wir machen und wollten neue Dinge ausprobieren. Und eins von diesen neuen Dingen war dann, Musik zu streamen. Und ich habe dann fast einem Jahr Anlaufphase meinen ersten Stream auf Facebook gemacht. Das war ein technisches Desaster, aber es hat irgendwie funktioniert und dann habe ich Blut geleckt, sag ich mal, also habe Spaß dran gehabt, habe mich dann aber ein bisschen umgehört und habe festgestellt, Facebook ist nicht der richtige Ort für Livestreams und bin dann über Freunde und Bekannte auf Twitch gekommen. Und habe mich dann mit der ganzen Sache beschäftigt, wie man das technisch umsetzt, wie man den Ton und das Bild gleichzeitig in den Computer kriegt und dann zu Twitch. Und so ging es los im Mai 2021. Also jetzt schon anderthalb Jahre und es macht nach wie vor immer mehr Spaß. Ich hätte nie geglaubt, dass es so viel Spaß macht, wie es macht. Und deswegen bin ich daran hängen geblieben. Ja. Die Frage ist immer, was macht es? Ja, also warum? Und ich kann sagen, es ist nicht die Kohle. Ganz definitiv, es ist nicht die Kohle. Wobei ich fantastischen Support von meiner Community erhalte. Und ich würde mal sagen, meine Investitionen in Instrumente und in technische Dinge, die habe ich quasi, die sind zurückgeflossen. Aber Geld verdienen, wirklich Geld verdienen oder um das Leben zu bestreiten, reicht es nicht. Aber es ist ein unglaublich großer Spaß. Also es fordert mich, weil ich ja in den Streams Klavier spiele, was ich früher nie gemacht habe. Ich bin Sänger und Redner, aber kein Pianist. Und man muss das Klavier, das Mikrofon, die Kamera, die Übertragung, die Belichtung, den Ton für die andere Seite, also für die Zuhörer, die Pegel, man muss unheimlich viele Dinge im Auge behalten, um den Stream technisch gut zu machen. Und dann ist es das ist ein sehr herausfordernder Teil. Und dann hat sich aber im Laufe der anderthalb Jahre eine unglaublich herzliche, unterstützende Community aufgebaut. Und das ist wirklich großartig. Also ich habe Freunde, ich sag mal Freunde, auf der ganzen Welt. Von Florida über Australien und Schweden, England, Österreich, Deutschland, Malaysia, Neuseeland, Amerika generell, Afrika. Von überall her. Es ist im Prinzip wie Straßenmusik machen, aber die ganze Welt kann zuschauen. Und die Herausforderung dabei ist, dass sich die anderen Zuschauer alle in verschiedenen Zeitzonen befinden.
Wenn ich hier nachmittags Musik mache, dann ist es für den einen schon späte Nacht. Für den anderen ist es vielleicht früher Morgen. Für den nächsten ist es mitten am Tag. Also das ist, und dementsprechend sind die Menschen in verschiedener Stimmung. Und das ist unglaublich interessant. Und dann ist es eben so, dass ich sage immer, das ist ein bisschen wie ein Konzert geben. Denn die Menschen, die zu Konzerten gehen, die wollen diesen Künstler ja sehen. Die kaufen eine Karte oder die entscheiden sich bewusst dafür, in dieses Konzert zu gehen. Und meine Zuhörer, meine Viewer könnten mit einem Mausklick weg sein, wenn sie es doof fänden. Also auch wenn nur 10, 15, 20 Leute zuschauen oder auch nur drei, dann sind diese aber bewusst bei mir. Und zwischen den Songs können wir uns unterhalten, weil wir im Chat, also über den Chat ja eine aktive Kommunikation betreiben. Und es ist wie ein Konzert geben mit sehr, manchmal sehr intensiven und interessanten Gesprächen zwischen den Songs. Und das ist eine ganz, ganz, ganz besondere Atmosphäre. Und deswegen kann ich auch nicht aufhören. Und wenn ich mal eine Woche nicht da bin, so wie jetzt gerade eine Woche lang, in der ich unterwegs war, dann juckt es mir wirklich in den Fingern und ich würde am liebsten sofort auf Stream einschalten klicken. Ja, das ist das Besondere an Twitch. Ja, und manchmal habe ich das Gefühl, Streamer schaffen in ihrem Stream einen Ort, an den andere Menschen sich geborgen fühlen, sich zurückziehen. Es gibt Streamer, die machen Partymusik, dann wollen die Leute, die zuschauen, eben Party machen. Ich mache eher ruhigere Musik und in der Regel kommen die Leute zu mir, weil sie das genießen und das ist super, super schön. Das macht super viel Spaß. So, das war so ein ganz kurzes Statement, warum und wieso und weshalb. Ich werde euch morgen noch ein kurzes Video online schießen, denn ihr wisst ja, diese Woche ist Black Friday. Und für alle die, die vielleicht noch auf der Suche nach Equipment sind, die nicht wissen, wo sie anfangen sollen, die wissen wollen, was ich so benutze zum Stream. Also jetzt erkläre ich morgen nochmal. Es gibt natürlich unheimlich viele Wege, wie man seine Signale in den Computer bekommt und verschickt. Es gibt nicht nur einen Weg, es gibt nicht nur den einen ultimativen Weg, es gibt wirklich viele, viele verschiedene. Ich werde euch morgen drei verschiedene Wege zeigen, wie man sein Tonsignal in den Computer bekommt, sein Mikrofon und so weiter. Und noch ein paar andere nützliche Helferlein, die man beim Stream haben könnte, die einem weiterhelfen auf jeden Fall. Von daher, schaltet morgen wieder rein. Ich mache das Video jetzt heute noch schnell fertig und schicke es raus. Und wie gesagt, wenn euch das gefällt, meine Musik oder das, was ich hier so vor mich hinsabbel, dann einfach Like-Button drücken, Glocke aktivieren. Glocke, sage ich das schon wieder? Habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder.